Freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming. You are my king, I am your worshiping.
wir haben es angekündigt. Ein wunderschöner Abend steht uns bevor. Vielen Dank, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast sind. Sie, der Pop- und Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde Bernhausen. Die Glocken haben es angekündigt. Der Rhythmus ist in der Kirche angekommen. Wir freuen uns auf einen wunderschönen Abend. Da ich relativ neu bin, ganz kurz zu mir, Sebastian Roos, Pfarrer, ganz neu hier vor Ort. Bin unglaublich dankbar, viele Highlights zu Beginn erleben zu dürfen. Und schon die ersten zwei Stücke haben gezeigt, dass das heute ein Highlight-Abend hier bei uns in der Andreaskirche in Württingen sein wird. Wir freuen uns riesig auf den Abend mit Ihnen als Chor, mit Solisten, mit der Band. Sie haben uns mit zwei Liedern eingeladen. Das letzte Lied trug den Titel You Are. Es wird weitergehen. Wir feiern gemeinsam diesen Abend unseren großen Gott. Das nächste Lied trägt den Titel Celebrate und drückt auch etwas von der Konzertreihe aus, die Sie als Chor geplant haben. Drei Konzerte statt heute hier in Württingen. Die Konzertreihe trägt den Titel Hoffnungszeichen. Und im nächsten Lied heißt es, das Unfassbare lasst uns feiern. Hoffnung, die trägt und hält. Liebe, die siegt über alle Felsen. Liebe, die siegt und alle Felsen sprengt. Kommt, lasst uns feiern. Lassen Sie uns diesen Abend gemeinsam feiern. Wir freuen uns auf den Abend mit Ihnen. Thanking God for what
Wenn denn der Text dann erscheint, dann dürfen Sie nämlich auch mitmachen. Das ist auch ein Mitmachkonzert. Einfach kräftig mitsingen. Dann noch geschwind. Ja, bisschen kleiner. Geht nicht? Ja? Okay. Geht nicht? Okay. Kann man es trotzdem? Vorne heißt es immer glaubst du, genau. Und das kriegen Sie dann mit. Wir singen jetzt einfach mit. Ich glaube das schon. Wie oft habe
Das folgende Lied vergleicht unser Leben mit dem Unterwegssein auf dem Meer. Auf hoher See ist es, wie im Leben, oft gar nicht so leicht, Orientierung zu finden. Es gibt Stürme und raue See. Man muss gegen Widerstände und Wellen ankämpfen. Da wird einem das Licht des Leuchtturms in rettenden Hafen ein Halt, eine Orientierung, ein Hoffnungszeichen. Stellt sich die Frage, was ist unser Halt, Orientierung im Leben? Bei einer Befragung junger Menschen gaben 52% an, sich ein Leben ohne Kinder, Auto oder auch Gott vorstellen zu können, aber nicht ohne Internet. Da ist das Kind, welches beim Schwimmen im Meer bemerkt, dass es auf der Stelle bleibt, nicht vorwärts kommt. Aber da ist die Mutter, an die sich das ängstliche Kind klammert, da findet es Halt. Da ist die Krankheit, die Prognose macht zunächst Hoffnung, aber dann doch verloren, vergeblich gekämpft. Wo ist Halt? Da ist das positive Ergebnis des Tests, bei welchem nur 3% der Teilnehmenden aufgenommen werden. Da ist der Halt, das Hoffnungszeichen. Das sind nur einige Beispiele, auch Sie kennen sicher beides. Zeiten der Fragen und Zweifelns mit Fehlern und Versagen. Zeiten, in denen ich mich frage, wie es weitergeht. Aber auch Zeiten der unendlichen Freude, der Fröhlichkeit, des Unbeschwertseins. Wir werden in guten Zeiten daran erinnert, wie wichtig es ist, uns auf Gott zu verlassen und ihm zu vertrauen. Wir werden aufgefordert, bei ihm Orientierung zu suchen. Er ermutigt uns, an ihm festzuhalten. Durch meinen Glauben an ihn gibt es zwar keine Garantie für ein sorgenfreies Leben, aber eine Garantie, dass er neben mir hergeht und jeden meiner Schritte schon vorher kennt. You are the peace in my troubled sea. Du bist der Friede in meinem aufgewühlten Meer Leben. You are my lighthouse. Du bist mein Leuchtturm, mein Licht. Du gibst Orientierung. I will trust the promise, you will carry me safe to shore. Ich vertraue darauf, dass du mich sicher ans Ziel bringen wirst. My lighthouse. Und danach, I bow down. Jeder kennt das Bild, wenn sich vor Königen, Staatsmännern und Diktatoren so manches Knie beugt. Nicht immer gewollt. Und das ist unschwer zu erkennen. Den Gebeugten steht nicht immer die Freude im Gesicht. Nein, Furcht und Angst sind zu erkennen. Wieso anders ist das Bild, wenn wir uns vor Gott verbeugen? When I think of what you have done, how to came into my life when I was lost. Wenn ich darüber nachdenke, was du für mich getan hast, wie du in mein Leben gekommen bist, als es für mich keine Hoffnung mehr gab. I bow down in awe of you. Ich kann mich nur in Ehrfurcht verbeugen. Ich verneige mich, ich bete dich an. Nicht, dass damit alle Übertretungen sich in Luft auflösen, wenn Gott in uns lebt. Vielmehr spüren wir eine wichtige Eigenschaft Gottes, seine Gnade. Wenn Gott Teil unseres Lebens ist, haben wir das Bedürfnis, so leben zu wollen, um aufrecht vor seinem Thron stehen zu können. Seine Liebe zu uns gilt immer. Nehmen wir das Geschenk immer wieder neu an. When I think of how I used to live, how of darkness took control of me, wenn ich mir vorstelle, wie mein Leben früher aussah, wie dunkel mich umgab, I don't know how you could love me then. Ich kann es nicht fassen, dass du mich damals schon geliebt hast. You brought me out of darkness. Du hast mich aus der Dunkelheit befreit. Thank you, Jesus, you're my king. Danke, Jesus, du bist mein König. I bow down.
Bye.
Abend heißt ja Hoffnungszeichen. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon gesehen hat, dass da drauf draußen steht Hoffnungshaus. Unser heutiger Abend ist ja Eintritt frei, der Austritt wissen wir nicht so genau. Also ihr seid herzlich eingeladen, was zu spenden für dieses Hoffnungshaus. Und der Leiter, Stefan Kuhn, der ist heute Abend unter uns und der startet mit einem Clip. Zwei Häuser angeboten. Zwei Häuser jedoch mitten im Rotlichtmilieu. Ganz normale APWGs können wir da nicht machen. Also war unsere Frage, hat Gott da einen Auftrag für uns? Das Leonhardsviertel im Herzen Stuttgarts, unweit vom Marktplatz. Es ist bekannt als das Rotlichtmilieu der Landeshauptstadt. Schätzungen der Polizei zufolge sind in Stuttgart ungefähr 500 Frauen als Straßenprostituierte tätig. Die meisten davon mit Migrationshintergrund. Die schwierige Situation im Leonhardsviertel ist gekennzeichnet durch hohen Konkurrenzdruck, fehlende Perspektiven, durch Gewalt- und Abhängigkeitsverhältnisse, fehlenden Infektionsschutz und durch häufig vorkommende Zwangsprostitution. Prostitution hat es schon immer gegeben. Aber die Situation für die Prostituierten hat sich in den letzten Jahren weiter verschlechtert. Was es braucht, sind niederschwellige Kontaktflächen und Hilfsangebote für Prostituierte, um ihnen eine neue Perspektive für ihr Leben zu geben. Die Stadt Stuttgart wünscht sich einen neuen Aufbruch im Leonhardsviertel und fördert Präventions- und Beratungsangebote für Prostituierte. Paris macht sich auf den Weg, um einen Ort der Hoffnung zu schaffen. Drei Punkte sind uns wichtig im Hoffnungshaus. Wir wollen den Prostituierten Würde und Anerkennung vermitteln. Wir wollen ihnen zeigen, dass sie Gottes geliebte Kinder sind. Wir wollen ihnen einen Rückzugsort, ein erweitertes Wohnzimmer anbieten. Einen Ort, wo sie zur Ruhe kommen können. Und wir wollen gemeinsam mit den öffentlichen Beratungsstellen ihnen Angebote zum Neuanfang zeigen. Mitten im Leonhardsviertel in Stuttgart. Ein Ort, an dem Christen die Liebe Jesu weitergeben und so ein Stück Himmel auf Erden für die Frauen erlebbar werden lassen. Wir suchen Menschen, die mit uns für das Hoffnungshaus beten und diese Arbeit mittragen. Werden Sie mit uns Hoffnungsträger für Stuttgart. Nachdenke, was du für mich getan hast, wie du in mein Leben gekommen bist, als es für mich noch keine Hoffnung gab. Wenn ich mir vorstelle, wie mein Leben früher aussah und wie das Dunkel mich umgab, kann ich nicht fassen, dass du mich schon damals geliebt hast. Wir haben uns dieses Projekt nicht ausgesucht. Eigentlich hatten wir ja was ganz anderes vor. Wohnungen für WG, für junge Erwachsene, die zum Studieren nach Stuttgart kommen und sich einsetzen für die stadtteilorientierte Arbeit mit Kids, Teens, Familien mit Migrationshintergrund. Das, was wir eben schon machen mit den APIs. Und dann das, dieses Haus an dieser Stelle. Wir haben nach vielen Überlegungen, Gesprächen und ja, vielen Fragen, Gott, was hast du da vor und sind wir da dran? Haben wir diesen Entschluss gefasst, wir APIs gemeinsam mit vielen Gemeinden aus der Evangelischen Allianz in Stuttgart. Und so gehen wir jetzt diesen, ich finde, sehr mutigen Schritt. Aber wir machen es nicht übermütig. Wir machen es im Wissen, dass Jesus bereits dort ist. Wenn wir ihn anschauen, dann richtet er unseren Blick manchmal ganz neu aus, auf die, die er im Blick hat. Und das haben wir auch gemerkt, dass
Jesus das wahr werden lassen möchte. Ich habe gerade vorhin, als der Chor das gesungen hat, da habe ich mir überlegt, was wäre, wenn in 3 oder in 5 Jahren hier nochmal ein Konzert stattfindet. Und wenn dann 1, 3, 5 dieser Frauen, die jetzt gerade heute Abend dort im Leonhardsviertel sind und entwürdigt werden und als Ware behandelt werden, nicht wahrnehmen können, welchen Wert sie haben, wenn sie hier mitsingen würden und es selber so als Zeugnis sagen. Das ist unser großer Wunsch, das ist unser Gebet. Ich weiß nicht, vielleicht spricht Jesus sie, vielleicht spricht Jesus dich an. Hoffnungsträger zu werden, auch fürs Hoffnungshaus, für die Situation dort. Aber vielleicht macht es dich auch mutig, von ihm gebrauchen zu lassen hier, für den Nachbarn. Für die Menschen, die vielleicht aus anderen Ländern gerade herkommen und nicht wissen, wo sie Heimat finden. Ich weiß nicht, was es für dich ist. Aber möchte ich einladen, mitzubeten. Und so, du möchtest auch was mitzugeben für diese Herausforderung auch in Stuttgart mitten im Rotlicht. Vielen Dank. Ich habe noch was vergessen. Wer mehr Informationen möchte, weil das war ja ganz kurz. Wir haben Flyer hinten hingelegt und auch draußen. Und wir haben so ein ganzes Magazin zu diesem Thema, wo verschiedene Artikel drin vorkommen und auch die Konzeption nochmal näher beschrieben wird. Ist einfach eine Hilfe, um besser zu verstehen, wie wir da vorangehen. Danke. Langsam auf, wie endet wohl mein Lebenslauf?
children dying, hearing people lying, things will have to change. I have seen more than I can bear. I know someone has got to care. You and I are the I'm
Thank you.
Genau. Text. Ja, er summt noch ein bisschen in die Mitte. Switcht in die Mitte. Genau. Und Sie sind wieder eingeladen mitzusingen. Ganz einfaches Lied. Du bist ein Freund in Ewigkeit.
Stand, das weiß ich nicht, was es kann. An dir. Wahnsinn, wie der Lügen geht. Wahnsinn, so ist deine Liebe fern. Wahnsinn, wunderschön endlos weit. Wahnsinn, 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 wie der schön, unendlos weit. Du bist ein Freund oder du bist mein Freund in Ewigkeit. Das ist doch wirklich der absolute Wahnsinn, wenn es heißt, so ist deine Liebe, Herr. Das ist die größte Liebeserklärung, die uns unser Vater im Himmel gegeben hat. Das ist das Hoffnungszeichen, von dem ja unser Thema heute lautet. Gott, er schickte seinen Sohn herab in unsere Welt und wurde Mensch genauso wie wir. Wir sind Gottes Ebenbild. So steht es in der Bibel. Er schuf uns zum Bilde Gottes. Das heißt, wir sind göttliche Wesen. So hat uns unser Schöpfer auserdacht. Doch wir ließen uns verführen. Warum eigentlich? Weil Gott, er wollte nicht, dass er uns als Marionetten gebraucht. Nein, er gab uns einen freien Willen. Doch wir entschieden uns anders. Und so wurden wir getrennt von Gott. Doch unser Vater im Himmel, er hatte eine Sehnsucht nach uns Menschen. Und er gab uns eine neue Chance. Und so hat Jesus die ganze Schuld der Welt auf sich genommen und starb am Kreuz auf Golgatha, damit wir leben können. Das ist wirklich der Wahnsinn, was Jesus da für uns getan hat. Ihm allein sei Lob und Ehre. Und auch ihm
wollen wir dieses Konzert widmen. Ihm, unserem Schöpfer und Erlöser. Und das ist unsere Hoffnung. Und auch wir wollen ein Hoffnungszeichen setzen heute mit diesem Konzert. Und wenn der eine oder andere heute Abend sich angesprochen fühlt und auch Fragen hat, dann habe den Mut und komm auf uns zu, damit wir noch ganz persönlich mit dir reden können. Und das möchte ich jetzt auch tun, reden mit unserem Schöpfer und Herrn Jesus Christus. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, für diese wahnsinnige Zusage, die du uns gibst, dass du uns liebst und dein Freund sein willst in alle Ewigkeit. Ja, und deine große Liebe, die hast du gezeigt am Kreuz, an dem Hoffnungszeichen dieser Welt. Ja, und ich finde es so toll, dass du heute Abend mitten unter uns bist, wie du es selbst versprochen hast. So segne du uns nun diesen Abend und geh mit uns hinein in die neue Woche. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Unser nächstes Lied heißt Leben wie du. Wenn wir unser Leben auf Jesus ausrichten, dann können wir Hoffnungszeichen sein für diese Welt. Leben wie du. Thank you.
meinem Leben musste ich oft von Menschen Abschied nehmen. Im Jahr 2011, das bis jetzt schwerste Jahr in meinem Leben, habe ich nach dem Tod meines Schwagers, bei dem es viele Parallelen zum Tod meines Mannes gab, einen Burnout bekommen. Kleinste alltägliche Dinge gingen nicht mehr. Zum Beispiel eine Überweisung ausfüllen. Dazu kamen körperliche Symptome. Ich konnte nicht mehr richtig gehen. Durch professionelle Hilfe und den Glauben an Gott bekam ich Gewissheit ins Herz geschenkt, dass Gott mich durch diese Schwere durchführt. Gott gibt mir die Hoffnung, es geht weiter. Ohne meine Hoffnung, dass Gott mich in schweren Zeiten hindurchträgt, könnte ich so heute hier nicht stehen. Danke Gott, dass du mich liebst, uns alle liebst. Show your my soul, you are.
wollen wir ein Segenslied singen für Sie alle. Nehmen Sie einfach den tollen Text mit heim vom, ja, jetzt muss ich selber gucken, Martin Pepper und seiner Tochter Jennifer Pepper. Geschenkt. Das lässt uns so dankbar sein. Wir haben viele schöne Stunden
vom Chor gehabt. Liebe Caroline, lass dir ganz herzlich Danke sagen von uns. Musikalische Unterstützung, ohne den wäre Caroline nichts und wir wären auch ganz verloren hier. Er hat auch unsere Solistin geschult, sie unterstützt, ist sehr kreativ im Spiel, probiert immer wieder Neues aus. Ja, wir sind einfach über deinen ganz tollen Einsatz ganz arg dankbar. Wir wissen das sehr zu schätzen, Roland. Dir auch herzliches Dankeschön. Roland stehen heute und die nächsten Konzerte noch ein paar Männer zur Seite, denn sind ja sowieso, ja, ohne eine Band, Schlagzeug, der Fritz Meier zu Utrup und Bassist Markus Schlögl. Es macht riesig Spaß, so zu singen, er bringt so den richtigen Groove mit rein. Doch wir möchten einfach gar nicht aufhören, wir freuen uns auf die nächsten zwei kommende Konzerte. Technik, der Tobias Riele, der lässt uns immer andere Lichterstrahler und hat hoffentlich auch einen super Sound gemischt. Vielen Dank auch ihm. So, und jetzt noch ein geselliges Dankeschön an unsere Solisten Chrissy Miam, Daniel Harald, Daniel Uwe, für eure Zeit, die ihr investiert habt. An der Gitarrengestaltung der Plakate war der Christoph beteiligt. Uwe von der Fotopräsentation und Internetwerbung. Das Versorgungsteam Gabi, Ulrike, Manuela und Andrea. Wir haben ein Deko-Team gebraucht. Die Kerstin, die Ute, die Silvia, die Deborah und noch viele andere helfende Hände. Es war auch Carolis Mutter im Verpflegungsteam, das hier uns eine leckere Sause gemacht hat. Natürlich Ihnen, Herr Pfarrer Roos, dafür Dankeschön, dass Sie uns diese Kirche geöffnet haben, um eben viele Hoffnungszeichen setzen zu können. Und Ihnen, dass Sie gekommen sind, uns zugehört haben. Wir freuen uns immer wieder, in einer Kirche zu singen, in die Herzen zu singen und hoffen, dass Sie was mit nach Hause nehmen von uns. Dankeschön. Den Ball des Dankeschöns nehme ich auf und fühle mich sehr geehrt, eingesteuert, dass dieses Konzert stattfinden kann, habe es andere Menschen. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank für diesen wunderschönen Abend, an dem Sie Evangelium in Gesang verkündet haben, Gott groß gemacht haben, mit tiefgründigen Texten, mit Lobpreis, tiefgründig loben, den Anschluss nicht vergessen. Und dankbar sein, dass wir unseren Gott, unseren Schöpfer, unseren Erlöser haben. Danke für diesen wunderschönen Abend. Danke dem Chor. Danke allen, die zum Gelingen dieses Abends beigetragen haben. Ich möchte beginnen bei dem Vorbereitungsteam, das Sie schon erwähnt haben. Herzliches Dankeschön, dass Sie durch den Samstag geführt haben. Danke, dass Sie zu Gast waren und sollten Sie weitere Konzertreihen planen, wir würden uns geehrt fühlen. Sie fragen wieder an und weil es jetzt schwierig ist, Ihnen allen Blumen zu bereichen, würde ich das stellvertretend für die ganze Kirchengemeinde machen. An Sie, Frau Stäbler, vielen, vielen Dank für das Gestalten dieses Abends. Wasser erfrischen.
letztes, danke noch, danke, dass Sie zu Gast waren, ohne Eintritt zu verlangen. Ich habe gerade von tiefgründigen Texten und Ernsthaftigkeit des Lebens gesprochen und Sie haben das in profihafter Weise als Laienchor heute dargeboten. Und dafür danke und auch danke für alles, was Sie am Ausgang für das Hoffnungshaus hinterlassen. Vielen Dank. So, dann singen wir jetzt das letzte Lied, das heißt Take Me to the Water, deswegen passt es ganz gut. Und hier mit dem Taufstein auch. Und da dürfen Sie einfach nochmal aufstehen, jetzt sind Sie so lange gesessen und dürfen Sie einfach noch ein bisschen mitgucken. Genau. Viel Spaß mit Take Me to the Water. Stadt. Und ich danke dir herzlich, Fritz, für das Schlagzeug.
heißt We Pray. Da sind sie aber nochmal gefordert, da brauchen wir nochmal ihre Schenkel und ihre Hände, da dürfen sie nochmal mitmachen. Mir wird es jetzt so richtig warm, ich könnte jetzt gerade nochmal stundenlang weitermachen. Die Stimme tut auch noch, jetzt bin ich so richtig warm. Genau. Und in dem Lied geht es darum, dass das Gebet oft der einzige Ausweg ist, wenn uns die Berge und die Meere und die Sorgen und alles zu groß erscheinen und wir einfach manchmal nicht mehr weiter wissen, dann ist einfach das Gebet ein guter Weg. Und jetzt nochmal viel Spaß mit We Pray.